Leute, hein, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Was geht? Ich bin heute mal mit der Bahn unterwegs zur Arbeit, weil ich jetzt 2 Wochen am Stück dort im Hotel bleiben werde und gegen Ende dann einen Geschäftswagen bekommen werde, wahrscheinlich. Müssen wir gucken, ob das soweit klappt. Ja, Bahnfahrt war natürlich mal wieder sehr schön. Anschlusszug verpasst, das heißt, ich komme jetzt eine halbe Stunde später an. Also es ist zwar nicht so schlimm, dass ich eine halbe Stunde später komme, aber es macht halt meines Erachtens nach keinen guten Eindruck. So zweite Woche direkt zu spät, aber naja, was will man machen? Der IC hatte irgendwie, ich glaube, 35 Minuten oder so, weil Streckenstörung und ach, keine Ahnung, war nervig. Jetzt habe ich dem Kollegen, der mich nachher abholen soll, auch schon Bescheid gesagt, Chef Bescheid gesagt und ja, also alles in allem, es ist halt echt nervig. Ja, und natürlich, bei meinem Glück, hat der Anschlusszug hier auch Verspätung. Ich liebe es. Jetzt habe ich Kollegen wieder angerufen, dass er mich aus dem Ort, wo ich von hier aus hinfahre, abholt, weil ich wahrscheinlich den Bus verpassen werde. Für alles, ja. Ja, schlussendlich hat dann alles noch geklappt. Wir sind jetzt schon mittlerweile im zweiten Tag. Ich habe gestern noch 2 Schnittbilder von der Arbeit gesehen. Ja, einmal, wie ich so ein bisschen Dinge an Geräten gemacht habe und das andere Mal, wie ich ein bisschen Papier, also zumindest so einen Papierhaufen habe da gesehen. Da war ein anderer Kollege beschäftigt und meine Station hatte schon um 5:30 Feierabend. Ich hatte aber bis 6 Schicht und dann musste ich mir halt noch eine halbe Stunde was anderes suchen. Dann habe ich ihm geholfen. Und er hat gesagt, jo, mach mal das Papier klein von den Sachen, die ich da aus den Kartons rum. Das heißt, klar, machen wir. Gut, jetzt geht's ab in den zweiten Tag. Wir haben ja, kurz nach 10:45 Uhr, gehen wir los. Ich gehe jetzt noch schnell was frühstücken. Wir sehen uns aber in einem anderen Vlog. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Haut rein. Fuhu.